Egal, wo man derzeit hinhört, über Digitalisierung, das Internet der Dinge oder Industrie 4.0 wird viel geredet. Und natürlich kennen wir die Alltäglichkeit des Internets auch aus unserem Alltag. Egal, ob wir U-Bahn fahren, in der Schule sitzen oder im Büro, der tägliche Blick aufs Smartphone strukturiert den Alltag. Das heißt, die Digitalisierung verändert alles. Doch ob das zum Besseren oder Schlechteren ist, darin sind sich die Expertinnen herzlich uneins. Worin sich hingegen viele einig sind, ist, dass die Digitalisierung von außen über uns kommt und wir haben kaum Gestaltungsmacht. Wir können allenfalls unser Facebook-Profil ändern, aber nicht die Grundlagen des digitalen Wandels. Aus Sicht von uns, dem ILA-Kollektiv, ist das Quatsch. Die Frage, wie sich digitaler Wandel auf die Weltgesellschaft auswirkt, ist vor allem eine gesellschaftliche Frage und keine rein technische. Es ist eine Frage, deren Beantwortung vor allem davon abhängt, wer diesen Wandel bestimmt und wie die Früchte dieser Entwicklung verteilt werden. Kleiner Spoiler-Alarm: Derzeit sind es vor allem gigantische Konzerne wie Facebook, Google, Amazon und Co., die sich in den letzten Jahren zu den wertvollsten Unternehmen der Welt entwickelt haben, auf Kosten von Milliarden arbeitender Menschen und auf Kosten der Umwelt. Das muss nicht so bleiben. In diesem Video werde ich über drei häufige Mythen der Digitalisierung sprechen und am Ende einen kurzen Ausblick geben, wie wir eventuell Digitalisierung für eine sozial-ökologische Transformation nutzen können. Mythos 1: Die Digitalisierung ist immateriell und deswegen gut für die Umwelt. Das scheint erstmal logisch, denn klar, das Internet ist ja keine Fabrik, aus der schwarzer Rauch aufsteigt, sondern die Daten sind virtuell, sind ein unsichtbares Netz, die irgendwie über den globalen Erdball rasen. Aber wenn wir näher hinschauen, dann sehen wir, das ganze Versenden, Speichern und Herunterladen von Daten verbraucht Energie. Und umso größer die Datenmenge ist, die verbraucht wird und versendet wird, desto mehr steigt auch der Energieverbrauch. Das kann man ganz schön an einem aktuellen Beispiel sehen, und zwar den Bitcoins. Bitcoins sind ja diese digitalen Währungen, die aktuell sehr gehypt werden und überall diskutiert werden. Und das liegt vor allem daran, dass Bitcoins ein innovatives Potenzial zugeschrieben wird. Sie können vermeintlich, weil sie viel sicherer sind als andere Währungen, das bestehende Geld- und Bankensystem komplett revolutionieren. Das liegt daran, dass sie auf einer dezentralen Datenbank basieren, einer sogenannten Blockchain. Und in dieser dezentralen Datenbank sind alle Transaktionen gespeichert. Aber dieser wachsende Erfolg von Bitcoins geht vor allem auf Kosten der Umwelt. Denn die meisten Daten, die dort gespeichert werden in der Blockchain, verbrauchen extrem viel Energie. Und das führt dazu, dass Bitcoin heute schon so viel Energie verbraucht wie die Schweiz oder wie 6 Millionen US-Haushalte. Strom, der meist aus klimaschädlichen Quellen kommt, etwa wie Kohle. Und Bitcoins sind nicht das einzige Beispiel. Das Internet als solches ist zu einer gigantischen Infrastruktur geworden, die extrem viel Strom verbraucht. Schätzungen zufolge zwischen 5 und 10 des weltweiten Stromverbrauchs. Und dieser Strom wird zumeist nicht aus erneuerbaren Energien gewonnen, sondern aus fossilen Energien und treibt damit weiter den Klimawandel an. Durch unsere digitalisierte Lebensweise sind wir also Teil davon, den Klimawandel durch wachsenden Energieverbrauch anzuheizen. Mythos 2: Digitalisierung schafft Entwicklung weltweit. Wenn wir uns das beliebteste Gerät der Digitalisierung anschauen, das Smartphone, dann fragt sich nur, was das für eine Entwicklung eigentlich sein soll. Apples iPhone ist wahrscheinlich das bekannteste Smartphone. 2007 ist das erste Gerät auf den Markt gekommen und innerhalb von weniger als 10 Jahren wurden bereits 1 Milliarde Geräte verkauft. Von den Erlösen eines iPhones gehen gerade mal 2% an die Arbeiterinnen in China, die unter extrem hohem Arbeitsdruck in 60 bis 90 Stunden die Woche die Geräte zusammenschrauben. 5% des gesamten Erlöses gehen insgesamt an die Löhne. Und über 60% landen letztlich bei Apple. Kein Wunder, dass der Konzern die Liste der wertvollsten Unternehmen weltweit anführt. Und woher kommen die Rohstoffe wie Gold, Lithium, Kobalt und andere, die in kleinen Mengen in allen Smartphones vorhanden sind? Sie kommen meist nicht aus Europa oder Nordamerika, sondern fast ausschließlich aus Ländern in Lateinamerika, Afrika und Asien. In kolonialer Tradition werden diese Rohstoffe,
gegen den Widerstand von lokalen Gemeinschaften und auf Kosten deren Lebensumwelt gewonnen. Proteste werden gewaltsam niedergeschlagen, oft mit Hilfe von staatlichen Maßnahmen. Wälder werden gerodet, um an die Rohstoffe zu kommen. Und giftiger Klärschlamm wird in die lokalen Bewässerungssysteme eingeleitet. Mit dem Glanz der digitalen Welt scheint all das relativ wenig zu tun zu haben. Doch das Geschäft boomt. Weltweit werden jährlich mehr als 1,5 Milliarden Smartphones verkauft. Natürlich ist ein Smartphone praktisch und für Nutzerinnen ein realer Wohlstandsgewinn. Aber wieso sollen jährlich Milliarden von Geräten verkauft werden, die 1 bis 2 Jahre genutzt werden, kaum repariert werden können, in deren Produktion die Arbeiterinnen kaum was verdienen, während transnationale Konzerne wie Apple reich werden und ihre Gewinne auch noch in Steueroasen bunkern? Mythos 3. Mit der Digitalisierung geht uns die Arbeit aus. Das ist zweifellos der bekannteste Mythos und wird rauf und runter diskutiert in den Medien. Und zweifellos, mit der Digitalisierung von Produktions- und Dienstleistungen werden viele Arbeiten überflüssig oder zumindest abgewertet. Aber der Traum, dass dann die sogenannte Drecksarbeit nicht mehr gemacht werden muss, das ist eine Frage, die offen bleibt. Bei einem Blick auf die derzeitigen Entwicklungen in der digitalisierten Arbeitswelt scheint das nicht der Fall zu sein. Wenn wir Essen bestellen über Lieferando oder Foodora, uns Schuhe bestellen über Zalando oder uns ein neues Smartphone oder ein Buch über Amazon kaufen, dann stehen dahinter die Ausbeutung und die Prekarisierung von vielen Arbeitsverhältnissen. Was wir sehen, ist systematisches Lohndumping und fehlende Sicherheit für die Arbeitenden. Die digitale Überwachung bei Amazon beispielsweise ist hinlänglich bekannt. Computer steuern jeden Arbeitsschritt, Kolleginnen werden überwacht und wenn Mitarbeiterinnen zu lange Pause machen oder die Produktionsziele nicht erreichen und zu langsam sind, wird dies sofort an die Vorgesetzten weitergegeben. Dazu kommen Zeitarbeitsverträge, die extreme Unsicherheit und psychische Belastung für die Angestellten bedeuten. Und die ganz hippen Lieferdienste wie Deliveroo und Co. greifen auf Fahrradkuriere zurück, die selbst angestellt sind und mit ihren eigenen Fahrrädern fahren, die sie selber reparieren müssen. Ohne Urlaubsanspruch, ohne Lohnfahrtszahlung bei Krankheit und ohne Zuschläge an Sonn- und Feiertagen. Obwohl das bestellte Essen am Sonntagabend natürlich am allerbesten schmeckt. Das Geschäftsmodell scheint zu expandieren, weil es sind nicht nur die Essensdienste und Paketdienstleister, die auf diese Form der prekarisierten Arbeit setzen. Auch im Pflegebereich greifen digitale Plattformen um sich. Was wir sehen, ist, dass das Ende der Arbeit keineswegs bevorsteht. Vielmehr ist wahrscheinlich, dass sich der Arbeitsmarkt polarisieren wird. Das heißt, einige wenige, vielleicht ein Drittel der Gesellschaft, wird vom digitalen Wandel profitieren, während sehr viele Menschen von massiven Wohlstandsverlusten und prekäreren Arbeitsverhältnissen bedroht sind. Die Ungleichheit wird weiter wachsen. Vor diesem Hintergrund brauchen wir unbedingt eine gesellschaftliche Debatte über die Art und Weise, wie Digitalisierung in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten wachsender Ungleichheit und in einer prekarisierten Welt sozial und ökologisch gestaltet werden kann. Als Anstöße für diese Debatte schlagen wir folgende 3 Punkte vor. Erstens, gesellschaftliche Teilhabe sichern, indem zum Beispiel Produktivitätsgewinne umverteilt werden. Eine konsequente Besteuerung von transnationalen Unternehmen ist längst hinfällig, denn die digitalisierten Unternehmen gehören zu den wertvollsten Unternehmen der Welt und zu den größten Steuersündern. Gleichzeitig könnte eine Steuer auf automatisierte Arbeit die Arbeitswelt neu organisieren. Eine Verkürzung der Vollzeit auf etwa 20 oder 25 Stunden wäre möglich und es wäre mehr Zeit für Demokratiearbeit, Pflegearbeit, soziales Engagement oder Freizeit. Diese Formen der Besteuerung könnten auch eine Aufwertung von anderen Arbeitsformen in den Fabriken der Welt herstellen, die Infrastruktur der Digitalisierung letztlich herstellen. Zweitens, den absoluten Energie- und Rohstoffverbrauch senken. Denn wenn der digitale Wandel in der Wachstumslogik der Gegenwart verhaftet bleibt, dann ist eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten nicht absehbar. Drittens, digitale Infrastruktur demokratisieren. Die Markt- und Machtkonzentration von Unternehmen wie Google, Facebook und Co. ist eine Gefährdung für Demokratie.
Das zeigt nicht zuletzt der aktuelle Fall um Cambridge Analytica, wo massenhaft Bevölkerungsschichten politisch manipuliert wurden. Gleichzeitig sind diese Dienste so sehr Teil dieser Gesellschaft, dass wir sie nicht missen möchten. Wieso also werden sie nicht als öffentliche Daseinsvorsorge, als Bereiche öffentlicher Daseinsvorsorge definiert und demokratisch kontrolliert? Facebook wäre dann beispielsweise eine Stiftung öffentlichen Rechts und Googles Algorithmen wären demokratisch kontrolliert. Mit dem Begriff der Digitalisierung sind viele Hoffnungen und Wünsche verbunden. Und in der Debatte werden oft sehr viel falsche Versprechen gemacht. Mit dem Konzept der imperialen Lebensweise bekommen wir die globale Dimension der Digitalisierung in den Blick. Wir sehen, dass viele der Prozesse, die wir heute als modern und fortschrittlich oder immateriell achten, auf Kosten von vielen arbeitenden Menschen auf der Welt gehen und auf Kosten der Umwelt. Eine nachhaltige Entwicklung ist mit dieser Form der Digitalisierung nicht möglich.